Sie nutzen Bänke, Geländer oder Straßenschilder. Street Workout ist das Workout mit dem eigenen Körpergewicht. Und das ist im Prinzip überall möglich. Zum Beispiel mitten auf dem Gehweg in Eckernförde. Die Sportgruppe Baltic Bars liegt da so manches Mal im Weg rum, will aber durch diese öffentlichen Workouts auch andere Menschen zum Sportmachen motivieren. Wir sind eigentlich motiviert, Sport zu machen. Wir wollen uns herausfordern. Wir wollen irgendwie nicht nur fürs Aussehen trainieren, sondern wir wollen auch mit der Kraft, die wir durch diese Grundübung haben, auch irgendwas können. Und diese Kraft steckt die Street-Workout-Gruppe zum Beispiel in sogenannte Tricks. In denen stecken auch viele Elemente aus dem Turnen. Also der Trick, wenn ich es mal so nennen darf, der vielleicht am bekanntesten ist, den nennt man Human Flag. Und das sieht so aus, dass man sich jetzt waagerecht an einen Laternenpfahl oder an ein Schild hängt. Und was man dafür ganz besonders braucht, ist Körperspannung. Und da hilft das Training mit dem eigenen Körpergewicht ganz besonders. Der Anfang ist das Härteste. Also am Anfang konnte ich auch nicht mal einen Klimmzug. Und bis man sich da rangekämpft hat irgendwie, dann geht das alles relativ flott. Wenn man dranbleibt, kontinuierlich trainiert, dann kommt eine Übung nach der anderen, die plötzlich möglich wird. Also von einem normalen Klimmzug kann man die Beine dazu in die Waagerechte nehmen, dann kann man sich da hochziehen, eng greifen, umgreifen und irgendwann greift man dann schon mal fast einarmig. Also das kommt dann nach und nach. Bis man manche Übungen kann, dauert es oft Monate. Die Baltic Bars trainieren regelmäßig zweimal die Woche in der Halle. Um die 60 Mitglieder haben sie mittlerweile. Bis zum nächsten Jahr wollen sie ihr Street Workout noch weiter etablieren. Ein Traum von Trainer Jan Ole wäre es, einmal ein Workout auf einem Hochhausdach zu machen.